So, gestern am 20. wurde hier so ein Tee gekocht. Ja, einmal mit dem gefilterten, Membran gefiltert aus der Sparkling. Und einmal hier ein Tee aus dem Leitungswasserhahn. Und das möchte ich dir einmal nur mal kurz gezeigt haben. Ja, was hier alles so mit im Wasser ist. Ekelhaft. Ganz normales Leitungswasser in Tee gekocht. Hier reagiert Tee, Wasser und circa 3000 verschiedene Stoffe. Und hier reagiert Tee und Wasser genau das, was wir täglich trinken sollten. Und nicht das. Uah. Guten Abend, ich begrüße Sie bei Frontal 21. Babys sterben auf Frühgeborenenstationen. Das EHEC-Bakterium fordert viele Opfer. Wie gefährliche Keime ihren Weg zum Menschen finden, bleibt aber oft rätselhaft. Mulmig kann es einem werden, wenn man sich klar macht, was in unserem Trinkwasser so drin ist. Bakterien, Viren und all die Antibiotika und Schmerzmittel, die Menschen nach dem Verfallsdatum einfach mal sorglos wegkippen. Denn die Wasserwerke und ihre Filter sind längst nicht mehr gegen all das gewappnet. Wie wahr also sind die Lobpreisungen fürs deutsche Wasser? Dazu Andreas Halbach. Passt, beste Qualität. Die Werbung für deutsches Trinkwasser verspricht nur das Beste. Für Babys geeignet, besser als Flaschenwasser. Echt gut. Auch das Umweltbundesamt war noch Mitte Januar voll des Lobes und verkündete, deutsches Trinkwasser ist sehr gut. Da ist Harald Friedrich, ehemaliger Abteilungsleiter Wasser im NRW-Umweltministerium und heutiger Umweltberater, ganz anderer Meinung. Die Behauptung, dass das Trinkwasser das bestuntersuchte Lebensmittel ist, ist naturwissenschaftlich etwa so haltbar, wie dass die Klapperstörche die kleinen Kinder bringen. Die relevanten Stoffe, die heute im Trinkwasser enthalten sind, die Mikrospurenstoffe und die Mikroben, die werden überhaupt nicht untersucht, die sind durch die Trinkwasserverordnung überhaupt nicht geregelt. Beispiel Medikamente. Nur 2 Wochen nach der Bestnote fürs Trinkwasser warnt das Umweltbundesamt, Schmerzmittel belasten deutsche Gewässer. Das Problem, Leitungswasser wird gar nicht auf Arzneimittel untersucht und was nicht gesucht wird, kann auch nicht gefunden werden. Doch immer ältere Menschen scheiden immer mehr Medikamentenreste aus, entsorgen Schmerzmittel, Antibiotika oder Antidepressiva direkt über ihre Toiletten. Die Kläranlagen können die Giftstoffe nicht filtern, sie gelangen in die Flüsse und von dort unbemerkt ins Trinkwasser. Beispiel Keime. Auf einige Bakterien wird Trinkwasser zwar untersucht, andere wie Campylobacter oder EHEC gehören nicht zur Routinekontrolle. So fordert der Vorsitzende der Deutschen Trinkwasserkommission, WHO-Mitglied Professor Exner, grundlegende Verbesserungen bei Gesetzen, Kontrollen und Aufbereitungstechnik. Es gibt eine Reihe von neu erkannten Erregern, die über das Trinkwasser übertragen werden können, die durch die bisherigen bakteriologischen Überwachungskriterien nicht sicher erfasst werden. Und von daher hat auch die Weltgesundheitsorganisation gesagt, dass unser bisheriges Überwachungssystem auf dem Gebiet der oder zur Sicherung einer einwandfreien Trinkwasserqualität ergänzungsbedürftig ist. So geht Ina Ries lieber auf Nummer sicher, kocht das Wasser für Söhnchen Stanley immer noch ab. Monatelang war es in Teilen Brandenburgs und Mecklenburgs mit Fäkalbakterien verunreinigt. Zwar haben die Wasserversorger kräftig geklort und konnten so ihre Abkochempfehlung Mitte Februar wieder aufheben, doch tausende Bürger, wie der Mediziner Gerd Schiesche, warten bis heute auf eine Erklärung, bleiben beunruhigt. Wir haben keine Informationen über die Keime. Wir wissen nicht, ob es Clostridien sind, ob es Escherichia coli ist, ob es andere Fäkalkeime sind. Wir wissen nicht, ob Medikamente eingetragen sind in die Grundwasserschichten. Beispiel Chemikalien. Für 5 Millionen Menschen an der Ruhr wird Flusswasser naturnah zu Trinkwasser aufbereitet. Doch vor 6 Jahren der Schock. Die krebserregende Industriechemikalie PFT war mit Biodünger vermengt worden, gelangte über die Felder in die Flüsse und schließlich ins Trinkwasser. Viele Menschen an der Ruhr haben bis heute PFT im Blut. Nach dem Skandal schauen die Behörden in NRW genauer hin
untersuchen viel mehr, als es die Trinkwasserverordnung verlangt. Das Ergebnis: ein Cocktail aus hunderten gesundheitsgefährdenden Stoffen. Wir beobachten in den letzten Jahren eine Zunahme verschiedener Mikroschadstoffe wie Medikamente, Röntgenkontrastmittel, Industriechemikalien, für die bisher keine gesetzlichen Grenzwerte abgeleitet sind. Daher haben wir eigene Zielwerte abgeleitet und beobachten, dass diese häufiger überschritten werden. Dadurch besteht eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung. Eine Gefahr, weil viele Wasserwerke, so wie hier in Witten, gegenüber neuen Risiken nicht gewappnet sind, sagen Kritiker. Doch der größte Wasserversorger an der Ruhr, die Gelsenwasser AG, will von Risiken nichts wissen. Es gibt keine konkrete Gefahr, auch die die Behörde sehen würde. Aber Sie machen zu wenig für die Sicherheit. Da sind sich verschiedene Experten einig. Da kenne ich keinen. Das sind zwei, die Professoren Thiemann und Frenzel Beime. Sie behaupten, viele gefährliche, teils noch unbekannte Mikroschadstoffe könnten in den meisten Wasserwerken gar nicht zurückgehalten werden. Das ist eine unglaubliche Anzahl, deren Identität man im Einzelnen nicht kennt, deren Wirkung, toxische Wirkung man, chemische Eigenschaften nicht kennt, wie sie im Wasser verhalten, und die von den herkömmlichen Wasseraufbereitungsverfahren wie zum Beispiel Gelsenwasser überhaupt nicht erfasst werden. Die rauschen durch die Aufbereitungsanlagen durch und tauchen im Trinkwasser auf. Welche Forderung? Radikal verbesserte Aufbereitungsanlagen, zum Beispiel Einschluss von Ultra- oder Nanofiltration. Der grüne NRW-Umweltminister Remmel fordert schon lange bessere Filteranlagen. Doch er beklagt, ihm seien die Hände gebunden, weil die Gesetze das nicht hergäben. Wir haben da schon einen Vorstoß gemacht, sind aber leider bislang gescheitert am Bundesumweltminister und in anderen Bundesländern, weil die Problematik offensichtlich dort nicht so gesehen wird. Das Bundesgesundheitsministerium hält die Risiken fürs Trinkwasser für sehr gering. Weiter heißt es, Zitat: Die Gesetzeslage bezüglich der Sicherstellung der Trinkwasserqualität ist ausreichend. So machen nur wenige Wasserwerke mehr, als der Gesetzgeber fordert. In Rötgen bei Aachen steht eine Ultrafiltrationsanlage. Sie kann Mikroschadstoffe zurückhalten. Aber nicht mal 2% aller Wasserwerke sind damit ausgerüstet. Dabei schützt diese Technik vor allem auch gegen Viren. Die Filter dieser Anlage sind so fein, dass sie alle Inhaltsstoffe mikrobiologischer Arten, damit auch Viren im Wasser, sicher zurückhalten können. Und damit hat diese Anlage sicherlich Vorbildcharakter für Deutschland und auch für Europa, was diese Technik anbetrifft. Die Kosten dieses Aufbereitungsschrittes betragen 10 Cent pro Kubikmeter. Denn auch Viren sind eine völlig unterschätzte Gefahr, können über das Leitungswasser Krankheiten auslösen. Trinkwasser wird aber auch nicht auf Viren untersucht. Dabei weist die Statistik des Robert-Koch-Instituts für 2011 allein knapp 50.000 Rotavirus und mehr als 100.000 Noroviruskranke aus. Wir sind an der Universität Helsinki. Hier konnten Experten den Zusammenhang zwischen Norovirus-Epidemien und Trinkwasser belegen. In Finnland haben wir in einem Zeitraum von 5 Jahren insgesamt 41 Norovirus-Epidemien feststellen können, die durch verseuchtes Trinkwasser ausgelöst wurden. Das Problem ist, dass niemand Trinkwasser auf Viren untersucht und es gibt keine Gesetze, die dafür kämpfen. So fordert Deutschlands oberster Wasserschützer verschärfte europaweite Regelungen. Die EU-Trinkwasserrichtlinie sollte novelliert werden. Die Novellierung ist zurückgestellt worden. Wir bedauern das ganz entschieden. Doch die Wasserversorger wiegeln ab und die Politik sieht keinen Handlungsbedarf.